Also erstmal muss ich, da muss ich aber noch einen Schritt zurückgehen. Das hat ja was mit Connie Plank zu tun. Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück. Also lange vor der Zeit David Boyle Kraftwerk Neu hatte ich Kontakt zu Connie Plank. Das kam so, dass der Connie Plank einen Job bekommen hatte vom Düsseldorfer Schauspielhaus für Karl-Heinz Strug. Strug sollte er Musik aufnehmen für die Einweihung des neuen Schauspielhauses in Düsseldorf. Ne? Für Karl-Heinz Strug Dantons Tod Musik. Ne? Und dann war ich da Bandauswahl einer der Musiker, der da teilnehmen sollte. Hab gedacht, okay, ich bin dabei. Und dann kannte ich aber damals schon Florian Schneider-Esslin, die braucht noch einen Flötisten. Da habe ich gesagt, Florian, komm, machst du mit? Jawohl, der war ja auch dabei, ein paar andere Musiker. Dann ist mit unserer Musik das Schauspielhaus in Düsseldorf eingeweiht worden. Und ich brauchte andere Geldquellen. Und dann bin ich an Connie Plank geraten. Der hat damals, bevor er der große, berühmte Connie Plank wurde, so Werbe-Jingles gemacht. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Thema David Boyle, Fritz Müller und David Boyle. Nachdem ich die Fritz-Müller-Aufnahmen gemacht habe, so nachts mit dem Conny, ne, kam am nächsten Tag der David Boyle und der David Boyle wollte, dass Conny Plank den produzierte Aufnahmen macht. Da hat er dem David Boyle erstmal gezeigt, was richtige Musik ist. Und das war meine Musik, die ich ja ganz toll fand. Ne? So, und in der Nacht vorher, bevor der David Boyle kam, war ich die ganze Nacht beim Conny Plank im Studio, um 8 Takte Gitarren-Solo einzuspielen auf meine fertige LP. Da fehlt aber noch ein Gitarren-Solo bei einem Song. Und unter diesem Eindruck der letzten Nacht kam dann David Boyle zum Conny Plank ins Studio und sagte, pass mal auf, Junge, ich möchte, dass du meine neue LP aufnimmst hier. Ne? Und dann der Kontakt kam wohl zustande über Brian Eno, der hatte schon vorher beim Conny aufgenommen. Ich kannte auch privat persönlich den Brian Eno schon. Ich hatte den Brian auch schon Instrumente von mir geliehen, Cello, Saxophon, die er dann für seine CDs gebraucht hatte. Da wusste ich schon, man kann mit den Leuten arbeiten. Und dann sagte der David Boyle, ja, er will, der Conny sagte, ich spiele dir mal jetzt richtige Musik vor, dem meine Gitarren Sachen vorgespielt. Da muss der David Boyle wohl ganz aus dem Häuschen gewesen sein und hat gesagt, er braucht diesen Gitarristen, er braucht mich für seine nächste LP, für seine neuen Aufnahmen. Er will, dass ich in seiner Band spiele. Ne? Dann hat Conny für den nächsten Tag sofort einen Termin gemacht mit David Boyle und wir sollten uns treffen bei ihm im Studio und dann ausmachen, dass ich spiele und worum es da geht. Ne? Ich war kein Freund von David Boyle, im Gegenteil, ich fand ihn doof. Und für mich war David Boyle angepasste Unterhaltungsmusik. Ist es auch immer noch. Das sind ja eigentlich ganz normale Texte, ist ein normaler Rhythmus, ist Strophe und Refrain und sind die normalen Harmonien, die man seit 100 Jahren kennt in der Musik. Ja, das ist normal, für mich normale Musik gewesen. Und Unterhaltungsmusik mache ich nicht. So blöden Schlagerquatsch. Und mir hatte auch seine Stimme nicht gefallen. Dieses weibliche Rumgequietschen, mit so hohen Tönen da oben. So oberlyrisch und süßlich weich herumzueiern, das fand ich so scheiße. Wenn ich dann mir vorstelle, ich mache mit ihm eine Welttournee, ein Jahr lang im Hotel und der mit seiner Jaulstimme da, und ich da als Gitarren-Solo-Mann, das halte ich nie aus. Also habe ich gesagt, ich mache das nicht. Aber der Hammer ist, ich bin zu dem Treffen gar nicht hingegangen. Ich habe es auch nicht abgesagt. Ich habe den David Boyle dahin kommen lassen und ich bin nicht hingegangen. Ich wollte das nicht. Ich wollte mit dem nicht zusammenspielen. Ne? Boah, das war die David Boyle-Geschichte.